In diesem Video sind wir froh, dass wir aus der Großstadt raus sind. Haben wir eine fantastische Aussicht auf die Adersdorfer Felsenstadt? Fehlen uns die Worte vor lauter schönen Eindrücken? Finden wir Rübezahlszahn? Das ist Rübezahlszahn. Er hat aber große Zähne. Winken wir einem Segelboot? Juhu! Wird es anstrengend? Der alte Mann ist am Schnaufen. Und wir freuen uns auf die Belohnung danach. Hallo ihr Lieben, wir sind Marcel und Melanie von Mischmasch. Gemeinsam mit unserem Wohnmobil Kübi bereisen wir Europa. Wir freuen uns sehr, dass du uns begleitest. Jetzt geht's aber los. Viel Spaß! Wir waren sehr froh, dass wir bei dem Verkehr nicht durch Prag durchfahren mussten. Es gab eine tolle Umfahrung. Auf unserem Weg gab es einen Albert Hypermarket, perfekt um unsere Vorräte aufzufüllen. Die Anfahrt war recht holperig. Wir standen hier für 2 Nächte auf einem ganz tollen Campingplatz. Vielen lieben Dank, es war schön bei euch. Nach einer so langen Anfahrt wird's Zeit für ein bisschen Action. Um die Felsenstadt zu besuchen, empfiehlt es sich, die Tickets im Voraus auf der Webseite zu buchen. Nur hier gibt es Rabatte auf die Eintrittstickets. An der Tageskasse kosten die Tickets nämlich 180 Kronen. Auf der Website kann man oben rechts auf Deutsch wechseln, auf Online-Eintrittskarten klicken, hier je nachdem wo ihr steht Parkplatz deaktivieren, den Tag auswählen und das Zeitfenster, um in den Park zu kommen. Hier sollte man auf die Zeiten mit den grünen Rabattzeichen achten. Der Prozess für die Buchung und die Bezahlung ist intuitiv und schnell gemacht. Der schnellste ist der erste. Die Zeiten sind je nach Tag sehr schnell ausgebucht. Mit dieser Aussicht auf die Felsenstadt freuen wir uns schon sehr auf den morgigen Tag. Schon vor dem Parkeingang sah die Landschaft sehr vielversprechend aus.
Auf zahlreichen Felsen sieht man teils alte, ausgewaschene Inschriften. Im Netz konnte ich darüber nichts finden. Eine Vermutung ist, dass es die Namen von Kletterern sind, die diese Felsen bestiegen haben. Dieser Sandsteinfelsen heißt der Zuckerhut. Was meinst du? Rio de Janeiro. Ja, oder du nimmst den Zuckerhut nach Hause und hättest für das ganze Leben hättest du genügend Zucker. Ja, geh mal lieber weiter. Morgen miteinander und willkommen zu einem neuen Video. Ja, oh, krass, wir sind jetzt erst etwa 10 Minuten hier und wow, das ist wirklich unfassbar, wie schön. Diese Felsenformationen, der Wald, der klare Bach, es ist einfach extrem schön. Und wir haben so Glück mit dem Wetter, weil die Front, die eigentlich über uns reinbrechen sollte, die kam früher. Also wir waren noch in Köpi, als es geregnet hat und jetzt haben wir blauer Himmel mit weißen Wölkchen, so richtig kitschig schön. Alice im Wunderland. Yeah. Es ist wirklich unwirklich schön. Man hat das Gefühl, man ist auf einem anderen Planeten. Mm. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind in der Felsenstadt in Adersbach, Weckelsdorf und Teplice. Hier gibt es diverse Rundwege. Mm-hmm. Wir machen keinen Rundweg. Aber zu den genauen Details von der Tour, da kommen wir später noch dazu. Mhm. Und jetzt geht's erstmal durch ein wunderschönes Tor. Hier hat es ein tolles Echo. Das kommt mir ein bisschen vor wie bei der Zwergenstadt bei Herr der Ringe. Mhm. Dann bin ich ja richtig. Wo es zum Drachen geht mit dem Goldschatz. Mit dem Goldschatz, ja, krass. Da gehen wir jetzt mal durch. Bis später. Hallo. Thank you.
Das ist Rübezahlszahn. Er hat aber große Zähne. Und er zum Zahnarzt muss. Eieiei. Gibt eine schöne Rechnung. Oh ja. Es ist einfach nur verrückt hier. Wir kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Wie macht Louis de Funès? Was? Nein. Oh. Was? Wie nochmal? Was? Wo? Hallo? Tschüss. Das ist ja krass. Hier gab es mal eine Überschwemmung und das Wasser stand so hoch. Kann ich den Arm runternehmen? Ich habe langsam einen Krampf. Ja, warte noch ein bisschen. Aha. Machen wir den anderen noch. Ja. Tschüss. Der alte Mann ist am Schnaufen. Na, junge Frau. Hallo. Hast du was entdeckt? Guck mal, da sitzt allein, da wohnt einer. Zeig mal. Da. Ich filme jetzt rein und dann springt etwas raus. Oh, oh. Hallo. Man kann es zwar nicht sehen im Video, aber hier geht es so steil runter, das ist waagrecht. So geht's runter. Boah. Und alles ist nass und ein bisschen rutschig, also man muss da schon ziemlich vorsichtig sein. Pass auf, Schätzelein, muss ich aufpassen. Ich glaube, ich habe zugenommen. Was? Nein, oben, an den Schultern. Weniger Handeltraining. Hinterbauch, vorne Bauch. Hinter flach und vorne eben. Was soll sich denn die Mama heben? Ob
Okay. Hulu. Das lassen wir jetzt stehen. Hier auf diesem kleinen Wasserabschnitt kann man für ca. 4 Euro auf dem Floß fahren. Sie nennen das Segeln im Boot. Juhu! Da geht er nun hin. Wo geht er denn hin? Da leg ich mich jetzt nicht. Aufpassen. Nein, uiui, pass auf. Oh, ja. Männer. Mm-hmm.
Hallo, hab dich gar nicht gesehen. Ich dich auch nicht. Wo warst denn du? Mit dem Plätschern ein bisschen zu. Oh, schön, ich will auch. Das ist wie eine Meditation. Wir sind gerade beide total tiefenentspannt. Wir sind jetzt, glaube ich, bei einem der schönsten Orte dieses Parks, ganz für uns allein. Mhm. Man hört nur die Geräusche der Natur und das Plätschern von kleinen Bächlein und die eigenen Schritte und der Atem und das Herz. Es ist einfach sehr schön hier. Ich schweige und laufe weiter. Ach, was für ein herrliches Biosphärenreservoir. Wir sind so in einer kleinen Lichtung, wie so einem geschlossenen Kessel. Und hier, wie Melanie bereits schon gesagt hat, hier hört man nur Natur. Ich komme da, glaube ich, nie mehr aus dieser tiefen Entspannung raus. Ja. Gehen wir weiter. Ja, los. Nein, alles gut, entspann dich. Hier geht's lang, Schätzelein. Tschüss, ja, tschüss, tschüss. Ja. So, in Teplice sind wir aus dem Park rausgekommen und jetzt geht es einem hübschen Wägelein entlang Richtung Adersbach und das nehmen wir jetzt auch noch mit.
Wir haben genau noch 333 tschechische Kronen zum Verklöpfen. Melanie, was heißt Verklöpfen auf Hochdeutsch? Verprassen. Verprassen, du bist gut, du bist gut. Und für das gibt es 2 Kaffee, 2 Kuchen und ein kleines Bierchen für den Großen. Also aber ein großes. Hey, 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 ja, ja. Kannst du für ein bisschen Kuchen von mir mehr haben? Nein. Das war lecker. Jetzt gehen wir zu Köbi. Er wartet schon, ich kann ihn schon hören. Wir kommen gleich, Köbi. Kuckuck. Oh, habe ich dich erschreckt? Entschuldige, Köbi. Ah, war das schön. Du hast was verpasst. Ah nein, du hast ja gar nichts verpasst, denn du hast ja die schönste Aussicht. Hui. Ja, du hast auch warm, ha? Wir machen gleich die Löcher auf. Dann kannst du ein bisschen durchlüften. Das war ja wunderschön. Also mir fehlen echt die Worte. Es war sehr mystisch, sehr sphärisch, sehr beeindruckend, beruhigend, entspannend. Es war einfach, es hat alles gehabt. Und das Glück, dass wir die 8 Uhr Tranche buchen konnten, wir waren wirklich ziemlich alleine und es war einfach ruhig und still. So ein herrlicher Tag, ein absolutes Abenteuer. Diese Welt vereint sämtliche Welten von Avatar, von Herr der Ringe, von Hobbit. Harry Potter, ja, und genau. Von Alice und Oscar im Wunderland. Also ich bin einfach nur geflasht und das nehme ich mit, diese Eindrücke. Also ich bin so glücklich, dass wir an diesen Ort gekommen sind. Mhm. Und ich glaube, sämtliche andere Wanderungen, die wir in Zukunft machen werden, die werden nie mehr so schön sein. Nein, das stimmt nicht. Man darf nicht. Es natürlich nicht mehr vergleichen miteinander, das ist schon klar. Es gibt überall schöne Orte und das ist einer von den sehr schönen Orten. Ja, und es war wirklich so schön. Mhm. Ich zeige euch noch ganz kurz schnell, wo wir durchgelaufen sind. Wir sind heute Morgen circa 10 bis 15 Minuten hier entlang zum Haupteingang vom Park gelaufen. Hier haben wir unsere Tickets vorgewiesen und sind dann nachher zum See runter. Hier kann man eigentlich theoretisch um den See herumlaufen. Der See war aber leider gesperrt heute Morgen. Anschließend sind wir den grünen Weg heruntergelaufen bis hier zu der Gabelung, wo dann der gelbe Weg anfängt. Die meisten Leute gehen einmal um den See, den blauen Weg und dann den grünen Rundweg. Das ist eigentlich der Weg, den die meisten Leute machen. Geht circa 2 bis 2,5 Stunden. Sehr schön. Und auch mit dem Kinderwagen oder mit dem Rollstuhl kann man hier durchfahren. Gut, hier fängt dann die Wolfsschlucht an. An diesem Punkt hier ist auch der kleine und große Wasserfall. Und dieser Weg Richtung Teplice ist extrem schön. Aber auch sehr anspruchsvoll. Also hier mit kleinen Kindern oder wenn es extrem nass ist, auf den Holzbrettern sehr rutschig, zum Teil auch sehr sandig. Also passt dort auf, wenn es nass ist oder wenn ihr nicht gut zu Fuß seid, seid ihr hier sehr wahrscheinlich in diesem Bereich in der Wolfsschlucht nicht am richtigen Ort. Sind dann alles heruntergelaufen bis zu diesem Punkt. Hier ist übrigens noch der blaue Weg, das ist der Teplitzer Rundweg. Auch der sehr schön, da haben wir Bilder im Internet gesehen. Aber von hier bis hier sind es ca. 8 Kilometer. Wir haben ca. 4 Stunden gebraucht. Und ja, also es war einfach sagenhaft, voller wie macht Louis de Funès, Melanie? Was? Nein? Oh. Ja, genau so. Hier kann man sich entscheiden, mag man noch laufen oder nicht. Wir sind jetzt diesen Weg alles zurückgelaufen, der rote Weg. Oder man steigt hier beim Bahnhof in einen Zug und geht gemütlich mit dem Zug wieder zum Haupteingang und ist schlussendlich wieder am Ausgangsort. Ja, und von hier bis hier waren es circa 1 Stunde, also alles in total waren wir circa 5 Stunden mit ein paar wenigen
Pausen unterwegs. Mhm. Jupp, das war's. Wir gehen zurück ins Studio. Da sind wir wieder. Ja, und dieses Ding, der Windschutz vom Mikrofon, nein, nicht wieder reinbeißen. Nicht schon wieder wie in Prag. Ich hatte Kuchen. Dieser Windschutz, der ist fantastisch, es wirkt wunderbar. Das habt ihr ja im Teil 2 gesehen, Prager Video, sehr cool. Ja. Ja, wir haben unsere letzten tschechischen Kronen verklopft, verprasst. Ja. Das heißt, wir haben jetzt genau noch 40 Kronen. Die müssen fürs Duschen reichen. Mhm. Und dann gehen wir ins nächste Land. Ja, wollen wir schon sagen, wohin? Ah oh, ja. Wir gehen nach Polen. Da freuen wir uns schon extrem drauf, sind gespannt, was für Abenteuer wir dort erleben werden. Ja, wir waren ja kurz drüben in Polen, als wir in Görlitz waren. Das Video verlinke ich euch hier. Und ja, wir sind schon sehr gespannt, weil für uns ist es das erste Mal. Ja, wo wir so richtig in Polen sind. Ja. Gut. Leider kommen wir schon wieder zum Ende von diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würden wir uns über ein Däumchen hoch sehr freuen. Vielen lieben Dank. Ihr könnt uns auch kostenlos unterstützen mit einem Abo. Vielen Dank. Hier unten hat es ein Icon von uns. Wenn man da draufklickt, kann man abonnieren. Und dann unbedingt auch gleich die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr kein neues Video mehr von uns, denn dann bekommt ihr eine Info, wenn eins oben ist. Ja, danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis ganz, ganz bald wieder. Tschüss! Und ganz kurz, es war extrem schön in Tschechien. Ahoi! Ja, ahoi!